Wie viele Hühner braucht man eigentlich, um euren Haushalt ein Jahr lang mit Strom zu versorgen? Ich bin der Julian Frey von den 08er Eierhöfe und wir sind heute in Dendingen bei uns auf dem Hof von der Familie Frey. Wir stehen hier neben unserer Voliere. In der Voliere, wie man schön sehen kann, bewegen sich die Tiere munter hoch und runter. In der Voliere gibt es unter anderem auch Nester, wo die Eier gelegt werden. Wir haben Tränkelinien, wir haben unter Futter, wo die Tiere fressen können. Und auch ein wichtiger Bestandteil von unserer Voliere sind die Kotbänder. Die finden wir unter anderem hier oben und wir finden die in größerer Form hier unten. Und alles, was aber tagsüber und vor allem auch nachts auf die Anlage gekotet wird, das wird hier aufgefangen und kann aber später verwertet werden. Unser Mist wird sofort nach Entmistung aufgeladen und zur Biogasanlage gefahren. Das vermindert deutlich die Emissionen, da am Standort kein Mist gelagert wird. Auch kann der Mist nicht feucht werden. Und durch die Vergärung in der Biogasanlage verringern wir die Emissionen, die bei der Ausbringung entstehen. Wir sind jetzt hier auf unserer Biogasanlage, unweit vom Stall. Der Hühnermist ist zwischenzeitlich über unsere Einbringtechnik im Fermenter gelandet und wird nun von unseren Bakterien zu Biogas verarbeitet. Unser Hühnerkot hat mineralische und organische Bestandteile. Die Organik, die ist jetzt umgewandelt in Biogas und wird da drüber in dem grünen Dach zwischengespeichert, bis es verstromt wird in unserem Blockheizkraftwerk. Mit 1,3 Tonnen Hühnerkot können wir auf unserer Anlage eine Tonne Silomais ersetzen. Und aus einer Tonne Hühnerkot erzeugen wir 82,5 Normkubikmeter Biomethan. Um einen 3-Personen-Haushalt ein Jahr lang mit Strom zu versorgen, benötigen wir ungefähr 10 Tonnen Hühnerkot. Das entspricht ungefähr dem, was 350 Tiere in einem Jahr kotet. Eine Tonne Hühnerkot hat einen Gesamtenergiegehalt von 800 Kilowattstunden. Bei der Verstromung in unserem Blockheizkraftwerk entsteht Wärme und Strom und es setzt sich ungefähr halb-halb zusammen. Das heißt, wir haben so ca. 360 Kilowattstunden elektrische Energie und 360 Kilowattstunden thermische Energie. Die elektrische Energie, die erzeugt wird, die wird ins Netz eingespeist, ins Stromnetz. Die thermische Energie, die wird bei uns auf der Anlage in einer Turbine nochmal verstromt. Das heißt, da entsteht nochmal elektrische Energie, wo dann ins Netz eingespeist wird. Außerdem haben wir ein kleines Wärmenetz, wo die thermische Energie auch nochmal Anwendung findet. Eine andere Alternative zur Nutzung von Biogas wäre die Aufbereitung zum Biomethan und die Nutzung als Kraftstoff im Auto. Und da könnte man übrigens knapp 1000 Kilometer mit einer Tonne Hühnerkot fahren. Die mineralischen Anteile in unserem Hühnerkot, die sind durch unseren Biogasprozess nicht beeinträchtigt worden. Die sind im Prinzip durch die Biogasanlage gewandert und nachdem unser Gärrest im Gärrestlager zwischengelagert worden ist, unverändert im Gärrest enthalten und können auf unsere Felder als hochwertiger Dünger ausgebracht worden. In unserem Hühnerkot sind relativ viele Nährstoffe. Wir haben Stickstoff mit 25 Kilo pro Tonne, wir haben Phosphor mit 20 Kilo pro Tonne, Kali mit ungefähr 18 Kilo pro Tonne, Magnesium mit 8 Kilo pro Tonne und Calcium mit einem sehr hohen Gehalt von fast 50 Kilogramm pro Tonne, was dann am Schluss ein toller Dünger für unsere Pflanze ist. In unserem Video habe ich euch gezeigt, dass der ganze Mist noch was wert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und Glöckchen nicht vergessen.